Mal gucken, ob ich hier einen Schalldämpfer für meine Primärwaffe finde. Moment mal, wo sind denn die ganzen Kissen hin? Ich möchte anmerken, dass ein Poloschläger mit Schalldämpfer kein Poloschläger mehr ist, sondern beziehungsweise schon ein Poloschläger mit Schalldämpfer, aber nicht mehr ist besonders effektiv. I'm sorry, Edna. Ich habe eine Idee. Schon wieder der Schreibt. Elektrische. Das ist übrigens ein Schreibfehler. Elektrische. So, hallo Poki. Der abgerissene Telefonhörer, mit dem Jupp Jupsen zu telefonieren pflegt, ist ja eines Lieblings-Items, die man mit sich rumsteppen kann. Ich finde es ganz interessant, wie selbstverständlich halt irgendwie diese Edna halt erstmal Juppis Telefonat halt nimmt, obwohl sie ja eigentlich eins und eins zusammenzählen kann und halt eigentlich weiß, dass das so nicht ganz funktionieren kann und dann halt dieses Spiel halt ganz natürlich mit sich weiter rumträgt. Und deswegen finde ich es auch schon fast ein bisschen schade, dass man den Telefonhörer hier an dieser Stelle tatsächlich physisch richtig benutzen muss, um aufzulegen, um halt an eine Münze zu kommen. Ja, das ist fast ein bisschen schade, dass man das Rätsel nicht weiter auf der Ebene lösen muss, sondern halt hier irgendwie in die Realität zurückkehren muss. Ganz wichtig fand ich übrigens, um Ednas Charakter noch ein bisschen Tiefe zu geben, dass sie hier tatsächlich in diesem Screen das erste Mal für irgendetwas auch ein bisschen Respekt zeigt. Sonst ist ja eher von kompletter Respektlosigkeit geprägt. Also im Gespräch mit Harvey streiten sich darüber, wie man Respekt überhaupt schreibt. Das ist die Kunst der Insassen. Da wird Edna plötzlich ganz unangemessen mitfühlend, wenn sie sich die Sachen anguckt. Und das sind tatsächlich zwei der wenigen Objekte im ersten Kapitel des Spiels, die man nicht beschmieren kann und nicht kaputt machen kann, weil sie wirklich das als wichtig erachtet, dass die ihre Mitinsassen sich auf diese Weise hier an der Pinnwand ausdrücken. Ich habe gerade gemerkt, ich werde Poki wohl bis auf weiteres ignorieren, weil er irgendwelche Spoiler-Attacken schon loslässt. Das, ja. Sagt mir einfach irgendwann mal später Bescheid. Ich werde alle Pauchräume mal speichern, obwohl ich zugegebenermaßen nicht so viele Möglichkeiten habe. Ich würde sagen, das muss wahrscheinlich für dieses Kapitel vielleicht sogar reichen, wenn es jetzt mehrere Kapitel gibt, wie Poki ja schon erzählt hat. Ich würde dann übrigens gerne wieder zurückmachen. Dann muss ich irgendwann die Pokis nacheinander alle aufspüren und anklicken, weil das geht jetzt nicht. Da wird gespoilert, was geht und jetzt. Ja. Gehen wir mal, schauen wir mal. Was ist das? Hier ist schon wieder Ende. Was ist auf der anderen Seite? Ich gucke jetzt nur erstmal. Und dann entscheide ich, wo ich lang will. Schauen wir mal. Hier. Alter. Ah, da ist der Typ. Okay. Wo gehe ich jetzt zuerst? Oh Mann. Ich gehe jetzt erstmal da rüber. Ansehen. Hier steht: Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Ah ja, keine Löffel mehr da. Okay. Ups, ich hab's kaputt gemacht. Yippie, nehmen wir die Bude auseinander. Oh. Dieses Plakat ist stumm. Ach, das weißt du so genau. Das klappt. Das klappt. Das kl. Das kl. Das klappt. So. Es will mir einfach nicht über die Lippen. Du warst ganz nah dran, Edna. Hier steht, es fehlen Löffel. Naja, dann muss ich halt mit der Hand umrühren. Ja. Schlitzen. Yay. Die Spur ist kalt. Der Löffeldieb bleibt unauffindbar. Löffeldieb? Und das in einem Irrenhaus? In diesem Bild hängt nützlich Boy-Suchplakate für Unbrauchbarkeit in der Straße vom Tiefparterre-Cave auf. Ich hätte das Comic-Heft nie mitnehmen sollen. Inspektor Konrad begibt sich auf die gefährliche Suche nach den verschwundenen Löffeln. Wer entführt unbescholtene Löffel? Und wozu? Dieser Fall wurde immer mysteriöser. Kannst du es anspielen? Yay! Das gefällt mir. Aber dieses Gelb, ey, mein Senf sieht anders aus. Also ganz im Ernst, den Senf, den wir unten in der Küche haben, der sieht anders aus. Das muss echt alt sein. Schau mal, Harvey.
Auf dem Aushang steht, dass sie in der Kantine keine Löffel mehr haben. Was schaust du mich so an? Ich habe nur zwei und das sind meine. Ja, nicht mehr lange, wenn du mich so fragst. Lange hält das sicher nicht mehr. So, und jetzt noch einmal. Okay, und jetzt Tür einsemmeln, bitte. Woody, Woody, Woody. Bitte was? Oh, darf ich mitmachen? Klar. Woody, Woody, Woody. Woody, 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 Woody. Woody, Woody, Woody. Was machen wir hier eigentlich? Benutze Poloträger mit Plakat. Achso, klar. Woody, Woody. Ich Woody wusste nicht Woody, wie es gemeint Woody war und dachte, ich biete mal was an. Woody, Woody. Oh, bitte doch mal. Jawohl. Ja, das gerne im Kompletten, danke. Okay. Top. Keine Zeit zum Umtopfen. Bringt aber immer Sauerstoff. Anschließend. Oh, ein Pieks. Topflappen. Das sind zwar Topflappen, aber keine Blumentopflappen. Ja, aber zwischen Blumentopf und Topflappen, ne, da gibt es einen Zusammenhang. In diesem. Ja. Sie ist. Was? Anja? Sie ist bis zur Tür gekommen. Aber jetzt hat sie ein Problem. Ich habe keinen Fensterplatz in meinem Nachthemd mehr frei. Und den Fensterplatz in meinem Herzen hat Harvey. Von dort spucke ich auf vorbeikommende Passanten. Oh, ihr seid so unglaublich. Ich habe mal gehört, dass Pflanzen besser wachsen, wenn man ihnen was vorsingt. Bibidi bi, bibidi ba, bibidi bu bu. Skibidi bibidi bubidi bam bam dab dab du du du. Leider habe ich kein Maßband. Mich würde interessieren, ob ich Erfolg hatte. Das war süß. Die ist bloß Dekoration. Ah, okay. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, die gehört zur Hintergrundgrafik oder sowas in der Art. Das wär's jetzt. Ist diese Pflanze so ins... Ja. Leid. Anschmieren? Das machen wir auf jeden Fall. Hallo. Ne, wenn euch was auffällt, wo ich das noch nicht gemacht habe, dann sagt das bitte. Was hältst du davon? Abendbrot. Und ich dachte, du... Ich esse... Achso. Hey, Pieks. Einmal. Oh, ja. Yeah. Umsellen. Lass uns jetzt... Also. Es hat nicht... Ja. Anschauen. Nur für Personal. Können wir das nehmen? Schade. Fest. Mist. Können wir das vollschmieren? Oh ja. Yeah. En garde! Gut, dass ich muss mit. Anschneiden. Gut, das wird aber nichts. Gehen wir mal rein. Schau mal das Plakat. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Bist du kurzsichtig, Edna? Wieso musst du unbedingt mit dem Mund an der Wand kleben, Mädchen? Das sieht nicht gut aus. Das, ich weiß nicht. Nehmen. Ups. Absicht. Ist doch gut. Diese Vorschriften haben hier nichts mehr zu sagen. Stimmt, du hast sie gerade kaputt gemacht. Benutzen. Ich glaube, diese Vorschriften haben hier keine Gültigkeit mehr. Okay. Top. Über das Mitführen von Geschirr und Küchengeräten steht hier nichts. Nehmen wir einfach an, es sei verboten. Und dann machen wir es. Ups. Ab. Ja, okay, natürlich ist das Absicht. Piek. Topflappen müssen mit den Henkeln nach oben eingehangen werden. Na, die werden sich wundern. Okay, Henkel nach unten. Henkel nach unten. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar für Recht und Hausordnung. Ist wichtig, aber nicht für mich. Ja, 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 ja. Ich bin bei der Polizei. Ich mache meine eigenen Vorschriften. Ist das so? Thank you.
schmieren? Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Yay! Der Wäschelift. Danke. Anpieksen. Oh ja. Yeah. Was hältst du von diesem Aushang, Harvey? Der Hase ist beeindruckt. Halleluja. Der Wäscheliftbereich ist. Yeah. Mit Edna unterschrieben. Und über ein Verbot von Poloschlägern? Das ist ziemlich belanglos, oder? Wir hätten uns ja eh nicht dran gehalten. Ja. Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Geht so. Eigentlich ist. Ich weiß nicht, so sehe ich auch aus, wenn ich nichts zu tun habe. Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Aha. Guten Tag. Okay. Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Kein Wunder, Edna, wenn du hier am Nacht im Turm stehst. Ja, der Typ ist cool. Klingt ein bisschen wie mein Vogel. Okay, das ist nicht so. Topflappen. Oh, saubere Topflappen. Ich mach das jetzt alles nach. Ja, ja. Und dann. Was hältst du von diesem Typ, Harvey? Er ist ein wenig nervös, wenn du mich fragst. Sieht so aus. Cool. Himmel, nein. Ein Kontrollfreak. Das siehst du aus der Entfernung? Definitiv nicht meine Gewichtsklasse. Okay. Benutzen. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Fahrschein? Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Haha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll und du bist noch lange nicht dran. Okay. Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Ja, nee, ist klar. Wer ist denn als nächstes dran? Als nächstes ist die Nummer 2 dran. Und wer ist die Nummer 2? Das fragst du sie am besten selber. Ich gebe keine Informationen über Passagierepreis. Okay, ich merke schon, das hier ist ein Irrenhaus, ja, ich weiß. Die werden mich alle verrückt machen. Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Einer hat Herr Mantel. Er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Das heißt, er wohnt im Wäschelift. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernsteinminen. Und damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemeint. Die dritte Karte hat der Alumann. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Er benutzt die Karte nicht vorschriftsmäßig. Ja, und wer hat noch alles eine Karte? Du sagtest, es sind viele Karten im Umlauf. Wieso? Das waren doch schon viele. Dein System ist vollkommen unlogisch. Das System ist so wasserdicht wie ein Südwässer. Es kommt einfach immer der Nächste an die Reihe. Aber ich bin die Nächste. Dann kannst du mir auch dein Ticket zeigen. Können denn niemals mehr als die 3 genannten Personen den Wäschelift benutzen? Ich meine, was ist zum Beispiel mit Ticket Nummer 4? Komm hier nicht mit diesem modernen Schnickschnack. Wir haben hier nur die guten, alten, traditionellen Zahlen. 1, 2 und die dritte halt. Die nicht 1 oder 2 ist. Oh Mann. Sind wir raus? Der erinnert mich an meine Mathelehrerin. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem?
beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Nein. Ah! Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Nein. Das ist doch... Hey du! Benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da! Sonst komme ich gleich rüber! Und dann hagelt's Arschgranate! Ah! Arschgranate, das ist schön. Das gefällt mir der Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Der Ausgang befindet sich an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Nein, ich meine ganz raus. Ja, ich hab dich verstanden. Benutzt die Tür dahin. Oh, oh. Die Tür an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Oh, oh. Ich meine aber noch weiter raus. Aber wenn du durch die Tür dort gehst, bist du ganz draußen. Was hinter der Tür ist, gehört nicht mehr zum Wäscheliftsystem. Richtig. Aber wenn ich noch weiter raus will. Ah, ich verstehe. Du meinst die Kantine, richtig? Yeah. Ich geb's auf. Ich geh dann mal wieder. Dann mach bitte auch den Kartenkontrollbereich für andere frei. Ja, natürlich. Wir gehen wieder. Push und tschüss. Etwas voll klein irgendwie. Also gleich zu dem großen Mann da in der Ecke. Ist irgendwie lustig. Sehen Lichtschalter. Wozu der wohl gut ist? Wir wissen es nicht. Können wir wieder mit dem reden und den so anmachen? Licht! Hey! Hallo! Muss kaputt sein. Ach, komisch. In dem einen Raum hat's geklappt. Können wir das Ding nehmen? Das ist ein Schalter und keine Fernbedienung. Gut. Okay, gut, dann machen wir mal an. Ups. Überraschung! Huch! Ist das ein Mensch oder ein Breitmaulfrosch? Entschuldigung. Die ist vollkommen überdreht. Okay, kann man die nehmen? Ich glaube, sie hätte etwas dagegen. Und seit wann stört uns das? Warte, kann man den benutzen? Lieber nicht, das könnte gegen mich verwendet werden. Und? Du sitzt schon im Knast. Also tja. Wer bist du? Mein Name ist Petra. Gib mir ein P. Nope. Oder weißt du was? Behalt das P einfach. Mach ich. Was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Wo sind die anderen Gäste? Hallo, es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Ja. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay. Versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Okay, dein Wort reicht mir aus. Wenn wir Peter kennenlernen, ich sag jetzt schon größtes Beileid. Ich glaube, das ist ja, oh Gott. Also ich nehme mal an, die sind denn verschossen und ja. Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig. Oder absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? Irgendwie hat Edna recht.